zusammen. Die Grillsaison hat begonnen, ist schon wieder im vollen Gange. Heute zeige ich euch Paprikasalat. Ganz schnell gemacht, super einfach, super lecker, passt wunderbar zum Grillen oder zu allem anderen, wo man halt Salat dazu essen kann. Je nachdem. Aber zum Grillen der absolute Renner. Schau mal. Sieht lecker aus, ne? Leider ist heute nicht das perfekte Wetter zum Grillen. Deswegen haben wir das mal zu Hause gemacht. Aber am Ende, Hauptsache es schmeckt. Jetzt geht's los. Ich zeige euch, wie es geht. Wir brauchen für unseren Paprikasalat nur ganz wenig Zutaten. Und es geht super schnell, ihr werdet sehen. Wir haben schon vorgeschnitten geräucherten Bauchspeck, rote Zwiebeln, man kann aber auch weiße Zwiebeln nehmen, das macht keinen Unterschied groß. Paprika, Öl und etwas Joghurtdressing. Ich gebe zuerst mal die Paprika in eine größere Schüssel. Dann wird mit Joghurtdressing das alles nur leicht benetzt. Mal gucken, wie viel wir brauchen. Mal rühren, mal gucken. Wie gesagt, das soll nicht im Dressing ertrinken. Einfach nur so ein bisschen, dass überall ein bisschen Dressing dran ist. So. Das reicht schon, das stellen wir beiseite, das kann jetzt ziehen. Jetzt machen wir uns eine Pfanne an. Da kommt ein kleines bisschen Öl rein. Und dann braten wir uns erstmal den Speck und die Zwiebeln schön kross an. Das zeige ich euch gleich. Lassen erstmal die Pfanne heiß werden. So, wenn unser Öl heiß ist, geben wir erstmal nur den Speck dazu. Teilen das ordentlich und dann stellen wir das runter auf maximal halbe Hitze, würde ich sagen. Wir wollen den Speck schön auslassen, ganz in Ruhe, dass der schön kross dann wird. So, wir haben jetzt unseren Speck ca. 5 Minuten leicht anbraten lassen. Der ist schon ein bisschen kleiner geworden, das Fett ist schon ein bisschen ausgetreten. Und jetzt geben wir die Zwiebeln dazu. Lassen wir auch die Zwiebeln noch schön mit anbraten. So, Speck und Zwiebeln sind jetzt fertig. Die Zwiebeln sind glasig, der Speck ist leicht braun geworden. Und das geben wir jetzt zu unserer Paprikamischung. So, ich denke, das reicht erstmal. So, dann alles verrühren. Das Ganze jetzt noch 5 bis 10 Minuten ziehen lassen und dann kann das sehr gut lauwarm serviert werden. Guten Appetit wünschen wir euch!